herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ich stehe hier und möchte meinen Fahrradhelm vorbereiten für die GoPro. Das heißt, die GoPro anbringen. Zumindest schon mal das Pad, den Halter für die GoPro. Dafür habe ich mir jetzt diese ausgesucht, die ich ja schon vorgestellt habe. Die sind schon fertig und da möchte ich einen Halter auf den Helm kleben, aber vorher noch ein bisschen entfetten das Ganze, so dass wir dann auch später schöne Aufnahmen mit dem E-Bike machen können. Also ich würde sagen, kommt ein bisschen näher und wir machen das mal schnell. Hier ist mein Helm, hier sind die Pads und wie gesagt auch die GoPro. Das heißt, ich habe mir gestern schon ungefähr ausgelotet, wo das Ganze sitzen soll. Es muss hier in dieser Gegend sitzen. Also sprich, hier in dieser Gegend möchte ich sie aufbringen. Das heißt natürlich, ein sauberes Tuch. Das ist ein schönes, weiches Tuch. Danke an Dieter an der Stelle. Das kam nämlich von Dieter, diese Tücher. Gut, und ich habe hier noch einen kleinen Schluck Essigessenz. Ich nutze Essigessenz zum Entfetten. Das habe ich schon sehr häufig benutzt und ich muss sagen, das ist das Genialste mit. Sicher, ich könnte jetzt hier auch mit Bremsenreiniger drüber gehen, aber ich möchte einfach mit Essigessenz heute mal arbeiten. Das heißt, hier schön stumpf machen die Stelle, wo es drauf ankommt, dass das Pad auch den richtigen Halt hat. Jetzt darf man natürlich oder sollte man nicht mehr mit den Fingern das Ganze anfassen oder berühren. Sprich, nur noch das Pad jetzt hier draufsetzen. Das ist natürlich eine ganz einfache Sache. Ne? Aber trotzdem muss man schon gucken, wie mache ich das am besten. So, jetzt schaue ich hier mal so. Ich brauche, wie gesagt, oder wie angekündigt, ich brauche ein leicht gewölbtes oder eine gewölbte Halterung, sagen wir mal so. Gut, wie gesagt, ich habe mir die Stelle schon ungefähr ausgelotet. Ich muss nämlich auch aufpassen, dass es hier nicht kippelt. Ne? Also ich muss komplett den Halt dafür haben. Wie raste ich die Kamera ein? Raste ich sie von vorne ein oder raste ich sie von hinten ein? Also sprich, Moment, hier habe ich noch ein Pad drunter. Gut, das nehmen wir mal raus. Aufsetzen oder das Ansetzen von der GoPro passiert dann von vorne. Das heißt, sie wird von vorne nach hinten durchgeschoben und hat somit dann auch seinen Halt. Ich gehe hier nochmal drüber, nicht dass ich hier doch nochmal irgendwie mit meinen Fingern jetzt drauf kam. Und suche mir jetzt aber auch die Stelle, wo das ganze Teil auch den vollen Halt hat. Also es sollte nicht hin und her wackeln. Es sollte schon wirklich gut sitzen. Also ja, das sieht gut aus. Ja, auch nicht zu weit vorne. Setze ich es zu weit vorne an. Ich nehme den Helm jetzt mal so. Setze ich es zu weit vorne an, dann wird der Helm vielleicht vorne zu schwer und er rutscht. Deshalb so ungefähr ja, das Mittelmaß finden. Am besten ist sogar, wir nehmen uns dafür einen Bleistift und zeichnen das hier mal ganz, ganz leicht an, dass ich weiß, wo das Pad am besten gegengesetzt wird. Also, ich gucke mal. Ja, das würde gut aussehen. Ich nehme den Helm mal hoch. So sitzt der Helm. Also, ich kann die Kamera noch neigen, nach vorn oder nach hinten. Ich glaube, das hier wäre schon eine sehr gute Stelle. Ja. Ja, das sieht gut aus. Also ich mache mir hier mal einen Strich hin. Nur ganz leicht, dass ich
nur diesen Strich angedeutet habe. Gut, hier habe ich jetzt weiter nicht mehr drauf gefasst. Ich löse jetzt den Schutz. Oh ja, der ist jetzt aber. Ja, da sitzt gut drauf. Muss jetzt natürlich darauf achten, dass ich, das mache ich ja alles frei Hand jetzt. So, hier wäre es ganz okay. Ich könnte noch ein Stückchen rüber. Setze es mal an. Und das sollte es gewesen sein. Erstmal kurzfristig schön andrücken, dass ich jetzt auch erstmal gut verbinden kann. Also ich bin der Meinung, das ist eine gute Stelle. Sie sitzt nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten und dass das einigermaßen passt. Wie gesagt, dass der Helm auch nicht hin und her rutscht. Also, das sieht, glaube ich, schon gut aus. Ja, das war ein guter Treffer, möchte ich sagen. So sieht das dann schon mal dementsprechend aus. Wir lassen das mal kurz ein bisschen ziehen und dann setze ich den Helm mal auf. Im Grunde, es gibt ja schon sehr viele Videos davon, hätte ich das gar nicht einstellen brauchen. Aber ich dachte, ach, egal, jeder macht es etwas anders. Deshalb wollte ich das doch einfach mal vorzeigen. Gut, das ist jetzt soweit erledigt. Wir haben das Pad drauf. Was heißt das Pad? Die Halterung. Und ich kann somit, ich muss mal oder möchte kurz noch mal was gucken. Ja, sieht alles bestens aus. Ich setze jetzt mal die GoPro oben drauf. So, ich kann sie ja mal ein bisschen fester machen, dass sie nicht gleich klappern nach vorne macht. Und würde sagen, wie gesagt, jetzt erstmal nur zur Probe. Ich lasse das nachher so drauf, dass noch ein bisschen Gewicht drauf ist von der GoPro. Klappe sie nachher nach hinten. Wie gesagt, dann kann das ja, sich befestigen, sage ich mal, oder festigen. Gut, ich setze den Helm jetzt mal probehalber erstmal auf. Ja, Helm auf und ich denke mal, ja, das ist ganz okay. Ausrichten muss ich sie dann später so oder so, weil ich muss ja dann sehen, wie sieht das dann auch mit dem Handy aus. Das sieht irgendwie hier so ein bisschen schief aus. So, ich glaube, so sieht es besser aus. Hier muss ich hier auch noch ein ganz klein bisschen fester machen, dass der Helm dann auch so bleibt, wie er ist und nicht einmal so und einmal so geht. Schon urig irgendwie, weil ich kenne das vorne nur an den Kinnschutz von den Rollerhelmen. Ja, aber ich denke mal, das geht in Ordnung. Wie gesagt, ausrichten muss ich sie dann sowieso. Ja. Ich hoffe nur, es landen, wie ich schon mal sagte, keine Vögel da drauf. Okay, auf jeden Fall, das haben wir. Jetzt kann es dann auch mal E-Bike-mäßig losgehen und wir können dann ja einfach mal testen, schöne Natur sehen und ein bisschen was über das Fahrrad vielleicht noch erzählen. Um jetzt dann eben, wie gesagt, dass das Pad erstmal fest werden kann, lege ich die Kamera einfach jetzt so drauf. Den Helm lege ich gerade zur Seite und dann geht das. Ich zeige euch das mal. Leg ihn erstmal hier hin. So kann das jetzt bleiben. Und ja, das war's sogar schon. Nehme meinen Schutz für die Linse. Den kann ich hier noch ruhig drauf packen. Und alles andere hat sich damit erledigt. Ich denke mal, es sieht auch ganz ordentlich aus. Und Halt wird es dann alle Male haben. Von den Haltern habe ich ja extra ein paar mehr bestellt, da ich ja auch noch ein paar mehr Helme habe. Das heißt, ja, der eine oder andere Helm wird wahrscheinlich auch mit einer GoPro-Halterung versehen werden. Und wie gesagt, ich bin immer super zufrieden damit. Hatte bis jetzt
noch nie Probleme. Also, ja, ich denke mal, das ist okay so. Und dass ich das Video nicht extra in die Länge ziehe, denke ich mal, sind wir schon durch damit. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Ruht euch aus, genießt die Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.